Wir haben hier einfach Jürgen Abi. Jürgen Abi, Salam Aleikum, erstmal. Salam. Wie geht's dir? Aleikum, Salam. Also ich. Immer gut, schlechte Menschen geht's immer gut. Ja, sagt man so, ne? Gazi, mein Bruder. Also, Freunde, wir haben einfach die Legende Jürgen Dottenhöfer hier am Start. Natürlich die Legende Gazi am Start und meine Wenigkeit. Wir haben uns heute hier getroffen, um einfach ein geiles Gespräch zu führen. Es ist natürlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Ein Gesprächspartner, der sehr viel Wissen mitbringt. Ja, ihr wisst, Freunde, ich weiß nichts. Ja, ne. Wer war auf dem Mond? Keine Ahnung. Ich nicht. Da kommt man direkt zu der Frage, war jemand wirklich auf dem Mond? Das benimmt ein Kianusch-Call. Das ist eigentlich ein Kianusch-Call direkt. Wir haben hier, damit du weißt, ne, in unserem Stream behandeln wir sehr viele Themen, weißt du? Der Weltraum, kannst du mit mir reden. Ich habe einen Weltraumflug gebucht, vor 12 Jahren. Aber immer noch nicht gekommen, der Flug? Ja, der Bronson kommt nicht hoch. Das, die eine Maschine mit der, das Ding, das ist der Eigentümer von Virgin Galactic. Die eine Testmaschine, die er hatte, ist abgestürzt und alle tot. Und jetzt warte ich, aber ich denke, so in 2 Jahren bin ich dran. Also du hast quasi, Freunde, nur zum Festhalten. Also nicht auf den Mond, aber in den Weltraum. Also du hast vor 12 Jahren ein Flugticket quasi in den Mond schon mal gekauft. Nicht in den Mond, in den Weltraum. Entschuldigung, in den Weltall, ja. Und diese Maschine ist leider abgestürzt. Ne, und da sind leider Menschen ums Leben gekommen. Da, mein Beileid an die Familien. Ich habe das leider nicht so auf dem Schirm gerade gehabt, dass das so überhaupt passiert ist. Die Piloten, ja. Also natürlich, ne, sehr trauriges Ereignis an der Stelle. Ich wollte mir einen Wunsch. Irgendwann habe ich einen Wunsch. Das war eine Zeit, das war schon länger als 12. Ja, da habe ich die Hälfte meines Vermögens verschenkt. Eine völlig irre Sache. Du hast dein Vermögen verschenkt? Nein, aufgrund des Tickets nehme ich an. Nein. Ach so, weil wo war ich zu der Zeit dann, wo der verschenkt dumm, hat? Ja. Also ich habe irgendwann gedacht, ich bin irgendwann ein bisschen wohlhabend geworden. Ich war stellvertretender Vorsitzender, 22 Jahre einer Milliardenfirma, eines Medienunternehmens. Schulden, ja. Milliarden, mein Freund. Die gehören dem Eigentümer. Hast du noch die Milliarden irgendwo oder wie ist das? Ich habe nie eine Milliarde gehabt. Aber ich habe auch investiert in Startups und dann hatte ich Geld und dann habe ich gedacht, hallo, andere haben keins. Ja. Und dann habe ich einen Beschluss gefasst und der hieß, gib die Hälfte weg. Und die Hälfte habe ich in eine Stiftung getan für Schwerkranke in Deutschland. Sehr schön. Ach so, ich habe gedacht, die Hälfte seines Vermögens ist für das Flugticket draufgegangen. Nein. So habe ich gedacht. Und für uralte Menschen. Und der meiste Teil des Geldes geht für Kriegsopfer. Ich habe zum Beispiel 2 Waisenhäuser in Afghanistan gebaut. Sehr krass. Ich habe Versöhnungsprojekte in Israel gemacht. Ich habe Prothesen in Syrien, 100 Prothesen für Kinder, die keine Arme und Beine mehr haben. Und lauter solche Sachen. Und wir unterstützen, ich habe einen Fußballplatz in Gaza gebaut. 2 Fußballplätze, ein riesen Spielplatz. Ich habe das Einweihungsspiel selber mitgemacht, habe leider kein Tor geschossen, obwohl der Torwart auf die Seite gegangen ist als ein Eckball. Mach rein. Ich habe drüber geköpft. Ja, und da habe ich mir gesagt, eine Sache kannst du auch für dich selber machen. Und da habe ich mir dieses Flugticket gegönnt. Bronson. Darf man fragen, wie teuer das Flugticket war? Das war sehr teuer. Dafür, dass der gesagt hat, in 2 Jahren sind sie im Weltraum und dass das seit, glaube ich, 12 Jahren dauert, ist es teuer. Hast du das Geld zurückgekriegt? Nein. Ich will ja, ist das gut geschrieben? Ich will ja den Flug machen. Das heißt, du hast gesagt, lasst bei euch Guthaben. Also wenn, wir nehmen gerade Kontakt zu der Freddy. Mein Sohn versucht gerade mit dem Musk, Elon Musk, Kontakt aufzunehmen, weil der, wenn der was verspricht, der kriegt das Zeug hochgeschossen. Ja? Lass den auch schreiben, Cousin. Das ist so einfach, ist ihn zu kommen. Also ich würde, wenn der Musk das zu demselben Preis macht, mit dem Musk lieber zum Mars fliegen, als mit dem Bronson irgendwo in den Weltraum. Die Frage ist, Geschichte ist wahr, ist kein Märchen. Wie komme ich mit Gazi jetzt auch ins Weltall mit dir? Wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Also, wenn geht, ich schreibe den Musk. Schreib den mal über links, anderer Account. Julia Maniac. Gib mal Flugticket, ja, gell? Wir wollen mit Jürgen hoch. Ja, wir müssen Training machen vorher. Brauchst du, was für Training? Schwerelosigkeit. Hast du das gemacht? Schwerelose-Training? Ich habe einen Pilotenschein, das heißt, ich kann fliegen und ich. Ja, ich kann, du fliegst einen Jet, diese in Weltall. Ich habe auch schon Jets geflogen, aber die habe ich nicht geflogen. Aber ich habe keinen Flugschein für einen Jet, sondern ich habe einen Flugschein für kleine Privatmaschinen. Oh. Aber ich habe auch schon amerikanische Jets geflogen. Daraufhin waren anschließend die amerikanischen Offiziere, die hinten saßen,
Die waren ganz bleich, weil ich habe ein paar Steilkurven geflogen. Und, hast du die auf Korn und, genommen? Und ein paar habe ich auch verzogen von den Kurven und dann wurde es hinten sehr unruhig. Und ja, ein bisschen. Man muss gucken, wie man die ein bisschen zum Kotzen bringt. Und ich kann keinen Krieg mit euch führen, Rallas, ich mache Flugzeug anders. Ich mache anders mit euch. Aber ey, das ist, ich muss ehrlich sagen. Man muss ja nicht immer nur über Politik reden, aber ja, das klar. sind meine Hobbys, neben Fußballspielen. Ja, dass du Fußball spielst, das weiß ich. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Also du bist ja richtig noch fit eigentlich. Naja, die Sat.1 hat mal eine Sendung gemacht, wie ich Fußball spiele, da war sehr hoher Schnee. Und dann habe ich die Sat.1-Reporter, haben die mir die Ausschnitte gezeigt und habe ich gesagt, Mann, das war doch hoher Schnee, ist doch logisch, dass ich so langsam bin. Hättet ihr nicht den Film ein bisschen schneller drehen können? Da haben die gesagt, wir haben ihn doch schon schneller drehen. Ähnlich wie bei der Mondlandung, ein bisschen vorspulen, damit das so, oder zurückspulen, dass das so langsam aussieht, als ob die im Weltall sind. Mond wird nichts, ja. Du weißt, diese gibt es ja diese Theorien, dass man die Leute, die auf dem Mond damals waren, da gibt es ja die Kassette, die hat man ja langsamer gedreht, damit das so aussieht, als ob die so schwerelos sind. Gibt ja diese Theorien. Bei dem muss man schneller drehen. Bei dem hat man nach vorne gespult ein bisschen. Ja, ja. Die schnellste Wurst von Mexiko, Jürgen. Aber ey, interessant, also ich finde das krass. Ich finde das krass, dass du einfach vor 12 Jahren dir so ein Ticket in den Weltall geholt hast. Ja, das ist unglaublich. Ich habe halt das Zehnfache, nee, mehr als das Zehnfache, das ja sehr viel mehr gestiftet habe für Kranke und für Kriegsopfer, vor allem für Kinder also, in arabischen Ländern. Also das finde ich natürlich, dass du das gemacht hast mit den Prothesen. Für Kriegsopfer, ja, zum Beispiel gibt es ja viele Menschen, die heute ja auch noch irgendwo in Kriegsgebieten auf Minen treten, ja, und sich ein Bein... Afghanistan. Afghanistan, Syrien, auch. Überall, natürlich gibt es immer noch Minen, die von dem Kriegen, auch die Kriegen jetzt vor kurzem waren, ist ja alles frisch eigentlich, ja. Aber die Jungs, die Prothesen haben, also ich habe ja die wurden angefertigt von einer... Von irgendeiner religiösen Veranstaltung in Damaskus. Ja. Und dann kriegt so ein Junge für ein Bein eine Prothese. Ja. Der ist 11. Und dann denkst du, okay, jetzt kann er wieder laufen, aber Fußball spielen kann er nicht. Ja. Dann machen die ihm die Prothese an. Die haben sie schon vorher angeprobiert, aber sie haben es mir nochmal gezeigt. Ja. Und dann sagt der Entschuldigung, die sagen, du bist ein bisschen leise. Du musst vielleicht ein bisschen noch lauter reden. Und dann deswegen wäre es besser, wenn du die Kopfhörer aussetzt, dann hörst du nicht besser. Und dann sagt der Junge zu mir, darf ich dir einen Trick zeigen? Fußballtrick. Und dann nimmt er sich einen Fußball, ja. Ich stehe in der Ecke und dann dribbelt er auf mich zu und macht einen sensationellen Übersteiger. Und die ganzen anderen Kinder, die auch nur ein Bein haben, und der eine hat nur ein Bein und einen Arm und dem anderen fehlt auch noch ein Auge. Und die ganzen Kinder jubeln, weil sie Fußballtricks können mit Prothese. Das ist unglaublich. Also wie ich dir gerade sagen wollte, ich finde das sehr, sehr krass, dass du überhaupt, also der großen Teil von deinem Vermögen mit diesen Menschen geteilt hast, ja, oder auch in Waisenhäuser gesteckt hast und dass du diese Menschen unterstützt, weil, wie gesagt, Kriegsopfer, den Mangel halt an Prothesen, an Hilfe, an... Es auch, kümmert sich halt keiner um sie. Ja, das für Krieg investieren ist einfach, aber für die Opfer danach macht keiner mehr was. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist das Ding. Und da kommen wir ja auch quasi zu einem Thema, der ja auch gerade sehr aktuell ist, ne? Hier zum Beispiel, Ukraine, Russland zum Beispiel, da gibt es ja auch sehr viel Drama gerade. Und müssen wir in Deutschland, also wie siehst du das eigentlich? Müssen wir hier in Deutschland eigentlich Angst haben, dass der Krieg jederzeit hier rüberschwappen kann? Die wollte ich auch ansprechen. Bist du der Meinung, das ganze Geschehen könnte Auswirkungen haben auf Deutschland? Also müssen wir Angst haben hier? Quasi? Ja, viele Menschen haben Angst und nicht zu Unrecht. Weil wir hängen jetzt alle aufgrund der aus meiner Sicht völlig idiotischen Politik Deutschlands und der sehr cleveren, aber rücksichtslosen Politik Amerikas, hängen wir jetzt von Putins Entscheidungen ab. Also Putin entscheidet, wie er reagiert darauf, dass wir Kampfpanzer schicken, dass wir Geparde schicken, dass wir Leoparden schicken und. Das sind die Panzer, die geschickt worden sind vor kurzem, wa? Das sind die geschickt wurden, und die Leopard werden jetzt rüberkommen, so in 2-3 Monaten sind die da, und da kommen amerikanische Abrams, die sind noch teurer und noch wertvoller, und damit werden russische Soldaten getötet, und die können auch die Grenze überschreiten und können russische Zivilisten töten. Und viele Waffen, es sind viele Ukrainer gestorben, aber es sind unendlich viele Russen auch gestorben. Und das hängt davon ab, wie der Putin entscheidet. Wenn der Putin einen Scheißtag hat, wo er sagt, jetzt reicht's mir, also ihr Deutschen sagt, ihr seid nicht im Krieg, und liefert den Waffen und Waffen und Waffen,
und sich entscheidet, also ein Beispiel, wenn er sich entscheidet, da gibt es einen Panzertransport, der weiß, wo die Panzer transportiert werden. Mhm. Was ist, wenn er sagt, in Deutschland, ich schieße mit Raketen auf die Panzer? Was ist, wenn der Putin eine Wahnsinnsentscheidung trifft und atomare Waffen einsetzt in der Ukraine? Und zwar nicht die großen, sondern taktische, also die nennt man Gefechtsfeldwaffen. Und dann ist die Scheiße am Dampfen. Entschuldigung, dann ist die Scheiße am Dampfen. Nenn das Kind beim Namen, ist halt so. Und insofern finde ich diese Politik total unverantwortlich, die unsere Regierung macht, die Ampel macht. Und das ist ein Spiel mit dem Weltfrieden. Und das Spiel hängt davon ab, wie sich der Putin verhält, nicht wie wir uns verhalten. Wir haben entschieden, wir schicken Panzer hin. Was macht der jetzt? Bleibt der ruhig? Der sagt, wieso soll ich ruhig bleiben? Meine Soldaten sterben, ich gewinne den Krieg nicht. So, und das ist die ganz dramatisch gefährliche Lage. Also wenn einer Angst hat, kann ich nur sagen. Berechtigt. Berechtigt. Also das heißt, würdest du sagen, sagen wir mal, der Putin sagt jetzt immer, mir reicht's, sagen wir, wie du das ja gerade gesagt hast, er sagt jetzt, ey, mir reicht's, Deutschland liefert hier Panzer und Waffen an so und so. Und jetzt Deutschland hat 27 Millionen Bürger der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg getötet. Und ich habe mir vorgenommen, ich war viel in Moskau und ich war sehr kritisch zur Sowjetunion. Ich habe mir vorgenommen, nie mehr darf ein Russe durch deutsche Waffen sterben. Und das denken eigentlich auch die Russen, dass wir waren ja mal richtig Freunde. Der Kohl hat eine Freundschaft hingekriegt mit Gorbatschow und es ging ja alles. Und jetzt sind wir plötzlich Feinde. Das ist nicht nur die Schuld der Deutschen, da hat auch Putin seine Schuld. Aber dass wir Waffen liefern, hallo, hätte ich mir nie vorstellen können. Ja, Waffenlieferungen sind sowieso, also meiner Meinung nach, sollte man sowieso Waffen abschaffen. Ne? Waffen, wenn du es einfach haben willst. Das ist Frieden schaffen ohne Waffen, ja. Das gibt es durch Politik, durch Gespräche. Schau mal, wenn wir jetzt einen Konflikt hätten, dann haben wir die Möglichkeit, drüber zu reden oder wir haben die Möglichkeit, uns den Schädel einzuschlagen. Ja. Das würde ich nicht machen, weil du etwas kämpfst in einer anderen Gewichtsklasse als ich. Du wärst Superschwergewicht und ich wäre Halbschwergewicht. Ja. Und das würde ich aus Klugheit nicht machen. Ja. Aber wir könnten das Problem doch auch lösen, indem wir miteinander reden. Oder ich kriege einen Krach mit Gazi. Und dann redet man miteinander. Und das ist in der Politik auch. Da hast du vollkommen recht. Ein Dialog ist halt immer wertvoller, als sich direkt in den Schädel einzuschlagen. Ne? Man muss ja reden miteinander, damit man irgendwie die Probleme lösen kann. Aber was ich gerade fragen wollte ist, du hast ja gerade gesagt, wenn der Putin jetzt sagt, ey, ich drehe jetzt durch, heute habe ich einen scheiß Tag. Mir reicht's einfach, wie das jetzt, also nach seiner Sicht, mir reicht's. Ist das denn dann berechtigt, dass er das sagt? Also würdest du sagen, also ist er dann im Recht quasi? Weil also ich will jetzt niemanden mit dem Krieg langweilen. Ich war in dem Krieg, ich war in der Ukraine, ungefähr 4 Wochen, nachdem der Krieg begonnen hat. Und ich bin dann 1,5 Wochen später bin ich nach Russland gefahren, nach Moskau. Und ich habe den Krieg gesehen. Ich habe die Raketen der Russen einschlagen sehen und ich habe die Artillerie der Ukrainer gehört und ich habe das alles mitgekriegt. Den Krieg hat der Putin angefangen. Aber man hätte den Krieg in wenige Wochen später beseitigen können. Da gab es Verhandlungen. Also ich war Ende März dort und da haben die Russen gesehen, da waren sie vor Kiew. Sie müssen entweder jetzt Kiew platt bombardieren oder sie müssen sich in Richtung Donbass gehen, wo es sehr viele echte Russen gibt, ethnische Russen. Und sie haben sich für den Donbass entschieden und dann hat man Verhandlungen geführt in Istanbul. Und da haben sich Zelensky und Putin, das heißt deren Vertraute und Vertreter, haben sich geeinigt. Die haben eine Lösung gefunden. Mhm. Die haben gesprochen, haben eine Lösung gefunden. Die Lösung hieß aus, die Russen ziehen ihre Truppen zurück auf die Grenzen, die es vor dem 26. Februar gab. Und die Ukrainer verzichten auf eine NATO-Mitgliedschaft. Und da hat der damalige Premierminister von England, Boris Johnson, interveniert und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dass dieser Krieg jetzt beendet wird. Also es gab immer Chancen. Also diese Geschichte stammt nicht von mir, die stammt vom früheren höchsten Militär Deutschlands, dem deutschen Heeresinspekteur Harald Kujat, der darüber in einem langen Interview in allen Details berichtet, dass der Westen verhindert hat, dass es eine Friedenslösung gibt. Also du sagst, es gab halt immer mehrere Momente, wo man sagen könnte, wir beenden das Ganze, aber es wurde bewusst nicht gemacht. Das Interesse der Amerikaner, die Amerikaner machen eine sehr für Amerika clevere Politik. Das ist eine Weltmacht und die will die einzige Weltmacht sein. Und also die arbeiten sich quasi durch Europa raus in die Welt quasi, meinst du? So, ja, also die sind ja schon sehr weit. Die sind ja, die haben ja überall ihre Stützpunkte, ihre Läden. Die sind jetzt schon Nummer 1. Und im Augenblick heißt die Strategie, wir müssen Deutschland kleinkriegen, wirtschaftlich weit zurückwerfen. Abhängig machen. Das haben sie dadurch erreicht, dass wir idiotischerweise gesagt haben, also Habeck und Baerbock, wir wollen kein Gas mehr. Das haben die Deutschen gesagt. Wir wollen kein Gas mehr und dadurch müssen wir jetzt das Gas irgendwo anders einkaufen. Weißt du, wo wir es einkaufen müssen? Bei den Amerikanern.
viel teurer. Und dadurch müssen wir Gas kaufen, das ungefähr fünfmal so teuer ist. Haben wir nicht einen Vertrag mit Katar abgeschlossen? Ich habe da irgendwas gelesen. Ja, Katar auch. Das ist da, wo der Habeck diese Mischung aus Hofknicks und Füße küssen. Irgendwie erinnert mich das Ganze an Dingens, Bruder. American Gangster. Die Bullen klauen dem Dealer den Stoff, verschneiden den und verkaufen den Dealer zurück für das doppelte Preis. Ja, wir müssen denn viel mehr als den doppelten Preis bezahlen an die Amerikaner. Und dadurch wird Deutschland wirtschaftlich massiv geschwächt. Russland soll wirtschaftlich ausgeschaltet werden und Russland militärisch ausgeschaltet werden. Und Russland wird nur ausgeschaltet, wenn der Krieg schön lange geht. Strategie der Amerikaner heißt Deutschland schwächen, wirtschaftlich schwächen. Amerika will gleichzeitig Russland militärisch schwächen. Und wenn die beiden, der eine militärisch, der andere wirtschaftlich ausgeschaltet sind, dann werden die USA sich endlich China, ihrem Hauptkonkurrenten, zuwenden wollen. Das wollte ich dich tatsächlich als nächstes fragen. Meinst du, wenn jetzt die, sagen wir mal, die Amis machen jetzt hier Furore, bla bla, und dann haben die Russen so ein bisschen geschwächt oder ausgeschaltet, wie auch immer, da ist das nächste Ziel dann quasi China? Ja, aber nicht, ja, wirtschaftlich. Sie versuchen einen Wirtschaftskrieg gegen China. Das heißt, China darf bestimmte Sachen nicht mehr exportieren. Also sie werden zum Beispiel, das ist nicht so wichtig, sie werden TikTok in Amerika verbieten. Und sie werden bestimmte hohe Technologien dürfen nicht mehr nach China gebracht werden. Deutsche Fabriken, die Dinge bauen, oder österreichische Fabriken, dürfen die Fabriken nicht mehr an China ausliefern. China soll wirtschaftlich geschwächt werden. Aber die Amerikaner sind halt jetzt auch noch mit Russland befasst. Und sie haben Europa als Konkurrent, und da muss man Europa als Konkurrenten ausschalten. Russland muss man als Militärkonkurrenten ausschalten, und dann kann man sich in einem Wirtschaftskrieg China zuwenden, und das ist leider so. Hat Amerika nicht auch eine Zeit lang, oder haben die nicht damals auch eine bestimmte Handymarke in Amerika verboten, die aus China kommt, weil die Angst hatten, dass das dann als Spionage... Ja, natürlich. Das haben die auch so den Strich durch die Rechnung gezogen, wa? Also ich kenne einen Deutschen, und es gibt viele, einen führenden deutschen Wirtschaftsmenschen, der bekam plötzlich einen Anruf von einem amerikanischen Senator, und der sagte, wenn sie diese Sache machen, dann werden wir sie boykottieren. Und zwar ganz schnell, innerhalb einer Woche sind sie in Amerika platt. Da hat er seinen Urlaub abgebrochen, ist nach Hause gefahren und hat versucht, den Deal mit China so hinzukriegen, dass die Amerikaner zustimmen konnten. Da wird also richtig mit harten Bandagen gekämpft. Also im Prinzip um die Macht. Also im Prinzip, wenn ich hier so zuhöre, ich höre dir sehr gerne zu, ne? Das sind im Prinzip sind das alles Gangster nur mit Krawatten. So, also mir kommt das so vor, als ob du hier von meinen Straßenschlachten redest von früher, weißt du? Das ging so ähnlich, nur da ging es um andere Sachen. Ich würde also das ist sehr dreckig, sagen. Die Politik ist sehr dreckig. Ne? Nee, du musst einfach sehen, wie es ist. Und die großen Kulturen, die alten Römer und die Griechen und so weiter, die mal die Welt beherrscht haben, und die Chinesen, die waren früher auch nicht anders. So geht Machtpolitik. Hm. Und wenn du dann in Deutschland solche Dummköpfe hast an der Spitze, die es in keinem... Ja, nein, die haben da alle keinen beruflichen Abschluss. Die würden... Der hat mehr kleine Zunde gemacht. Ja, aber das sind klassische... Der hat ihn zu Penner gemacht. Die haben keinen Abschluss. Nein. Die Hunde. Wenn die keinen Abschluss haben, warum bin ich nicht Präsident geworden? Ich sage doch gar nicht, dass jemand einen Abschluss braucht. Ich wäre auch gerne Kanzler geworden, Cousin. Ich habe... Genau. Wählt mich. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich einen Kanzler brauche oder wählen will, sollte der was gelernt haben. Der ist Rechtsanwalt, aber der ist so ein schlechter Rechtsanwalt, der hat noch nie einen Prozess geführt. Hm. Der hat also bei Tarifverhandlungen durfte der ein bisschen in der dritten Reihe mitmachen. Und wir reden vom jetzigen Bundeskanzler. Scholz, ja. Boah, stark. Scholz. Er hätte nie einen Job gekriegt bei mir, also wenn ich Leute gesucht habe für den Vorstand. Und du hättest ihn niemals eingestellt? Scholz, nie. In keiner Firma. Kein Bäckermeister würde ich haben. Kein Bäckermeister. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich irgendwas Falsches sage, dass ich abgeschoben werden kann. Wir wissen nicht, dürfen wir über Scholz reden oder nicht? Darf man das nicht sagen? Darf man das nicht sagen? Nein, der Scholz hat das alles schon wieder vergessen, dass er mal Anwalt war. Er vergisst ja immer alles. Aber die Baerbock hat in ihrem gefälschten Lebenslauf, den sie ja vorgelegt hat, würde man aus jeder Firma fliegen, wenn man... Aber die ist nicht rausgeflogen. Die ist nicht rausgeflogen, wurde Kanzlerkandidatin. Unglaublich. Und hat es dann eben, sie hat halt überall übertrieben. Hat die was gefälscht? Ja, die hat den Lebenslauf gefälscht, damit die quasi an diese Position kommt, die sie hatte. Dann kam das raus, dann wurde sie aber dann trotzdem noch nominiert für... Ja, aber die war ihr ganzes Leben, die hat nie mal hart arbeiten müssen. Also als Putzfrau oder als arbeitende Mutter oder im Straßenbau oder irgendwo irgendwas. Die hat nie einen Job gehabt. Die war Assistentin einer Abgeordneten. Okay. Und dann war sie
Assistentin der Grünen Fraktion. Hm. Interessant. Und dann haben die gesagt, jetzt bist du Assistentin von der Grünen Fraktion, kannst du den Job eh machen. Und dann wurde sie Vorsitzende der Grünen Fraktion. Die hat nie in einem bürgerlichen Büroberuf gearbeitet. Und der Habeck, der mir äußerlich und vom Auftreten sehr sympathisch ist, ein liebenswerter Mann, hat auch nie was gemacht, außer dass er Kinderbücher geschrieben hat. So, jetzt ist Kinderbücher schreiben etwas, ich schreibe auch Bücher. Mhm. Und ich bin Autor und habe auch einen großen Erfolg damit gehabt und schreibe jetzt, in 3 Wochen fange ich ein neues Buch an. Also ich habe Sympathie für Leute, die Bücher schreiben und Kinderbücher erst recht, aber das qualifiziert einem doch nicht als Wirtschaftsminister. Kein Bäckermeister Deutschlands würde den Habeck einstellen, weil er nicht weiß, wie es geht, weil er nicht mal weiß, wie es geht, wenn er pleite geht. Gibt es ja diese berühmte Diskussion über Zahlungsunfähigkeit eines Bäckermeisters. Der Maischberger. Gottes Willen. So, das ist eine dritte Klasse. Und diese drittklassige Truppe, die teilweise sympathisch ist, die schau mal, was dir zum Beispiel fehlt. Ich bin jetzt hier im Flugzeug, ausgestiegen, konnte bei dir kurz aufs Klo und mich mit einer Klobürste sauber machen. Die Baerbock hat auf allen Auslandsreisen, hat die für 7.500 Euro monatlich eine Stylistin bei sich. Ich habe da heute auch was gehört, und zwar, ich habe es mitbekommen, 132.000 Euro ja, das war schon brutto mit von den Steuergeldern, ja. Nur an Klamotten, was sie tragen. Also ist sie quasi Beyoncé der Politik? Ja, die sieht quasi. Die sieht ja auch Stylistin, Regenschirm halten. Und dann kriegt die den Rat, also wenn du jetzt rausgehst, wo da die toten Leute liegen oder gelegen sind oder die Zerstörungen sind in der Ukraine, da machen wir hier diese Schutz... Weste, die du hast gegen Beschießung, die machen wir so und dann besser in der Farbe, dann ziehst du besser die Hose. Das ist eine Show. Also ist es aber quasi... Krieg ist keine Show. Ja, also das heißt, die machen quasi, also wenn man das jetzt so betrachtet, ist das quasi, dass die quasi diese Situation ausnutzen, einfach für ihre eigene Show. Ja, nee, aufschmücken und dann noch gut aussehen, was kann man da rausholen? Sieht ja gut aus und da habe ich sie doch. Was holen wir da raus aus der Sache? Aber die Baerbock hat erstens keine Ahnung und zweitens macht sie aus Politik eine Show. Und Politik ist keine Show. Politik heißt verhandeln. Politik heißt, sich zu dem Putin zu begeben, könnte auch der Scholz machen, und da mal nicht nur ein Telefonat machen, das kann jeder. Du telefonierst ja am ganzen Tag, yeah. Sondern hingehen. Aber mal auch dahinter, sondern immer Putin. Ist doch okay jetzt. Ja, natürlich verhandeln, es geht ja um Frieden. Soll ich nicht dahin gehen? Das ist doch kein Besitzer von einer Shisha-Bar-Cousine, das ist Putin, Bruder. Putin, ja, ich weiß, aber ja nicht, wenn ich dahin gehen würde, Beispiel, und man sagt Sinan, geh mal nach Russland, klär die Sache, ich werde am Tisch sagen, guck mal, Habibi. Mach mal jetzt Schluss mit den Geschichten hier. Mach Gas über mich. Mach mal. Lass Gas über mich laufen. Ich verkaufe den ein bisschen teurer hier. Du kriegst deinen Hack, ich krieg meinen Hack. Ja, der würde ja gerne Gas verkaufen. Ja, nee, jeder holt seinen Hack.